Und was wird das, wenn's fertig ist? Ich, habe dir das Phosphos abgejagt. Fast. Wow, ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Das war ja sehr gut. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und, Dieses Phosphos wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur? Warum leuchtet es nicht? Habe ich mich verschluckt. Sorry. Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Hier passiert irgendwas. Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal. Gib es her. Aha. Papa. Laura, ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conrad vor... Was ich jetzt sage, dich ohne die Flöte. Es ist die Conroy aufzuhalten. Laura, muss die. Wir haben keine Zeit. Im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel, um den Wind zu retten. Und was im Wurzelwald? Lass ihn! Kümmert euch weiter um die anderen. Reminepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen! In die Kammer mit ihm! Laura! Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was für eine seltsame... Aha, der schönste Tag seines Lebens. Flötennase. Seine Eltern. Immer gesagt, ich wäre der Einzige. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Das freue mich auch. Robert! Ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Elender Mistkerl. Was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Du hast doch immer gesagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Also, Robert, komm her. Wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Natürlich. Nein. Ich meine, ja. Ich meine, ich komme zurecht. Haben wir irgendwas? Falltür. Wurzelwald. Gefährt. Alles klar. Auf nach Wurzelwald. Wir wissen zwar nicht, was da los ist, aber. Wurzelwald haben wir schon gehört. Oh, da ist ein Schuss. Nicht One Direction, sondern All Directions. Aha. Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt nochmal zurückkommt. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. Ja, aber wie wirst du... Ah, was Kapitel 1, The Quest of the Silverwald. Mein Vater hat in der Aufzeichnung doch vom Wurzelwald gesprochen. Silberwald. Hast du nicht zugehört? Naja, ich war ein wenig abgelenkt von den Schreinen in Asposan und den Basilien. Und der Wurzelwald. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein. Aber der Wurzelwald ist riesig. Nicht die Konrad-Puppe. Und unheimlich. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Naja. Sag ich doch. Also los. Ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los.
Stopp. Achtung, Bärenfall. Da ist eine Falle. Wo? Nicht nur eine. Oh ja, ich weiß. Ich wollte nur, Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst du nichts an. Aha. Ach, als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Ein komisches Tier. Wenn das Tier nicht aufpasst, wird es noch an Conroy ersticken, wie so viele vor ihm. Aha. Er will sie nicht hergeben. Und seine Zähne sehen ziemlich scharf aus. Mit der Federkitzeln? Na komm schon, spuck den alten Lügner aus. Okay, wir haben die Puppe. Dich sollte man nicht aus den Augen lassen. Konrad-Puppe. Bah. Vögel sammelte Konrad-Puppe. Na, was bist du denn? Hallo, mein Kleiner. Kann man dich denn streicheln? Hallo, junger Freund. Die Antwort auf Ihre erste Frage lautet, ich bin ein Schroff. Und die Antwort auf Ihre zweite Frage ist, nicht, wenn Sie eines qualvollen Todes sterben wollen. Oh, tut mir leid, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr reden könnt. Keine Ursache. Das wissen viele nicht. Die meisten, die mich kennengelernt haben, sind tot. Also eigentlich jeder. Sie müssen verstehen. Ich bestehe zu 96% aus tödlichen Giften. Meine Güte. Ja, man lebt sehr sicher. Es wird auf die Dauer aber schon ein wenig einsam. Aha. Ihr, würdet euch selbst also als giftig bezeichnen? Das ist ein Selbstverteidigungsmechanismus meiner Spezies. Ach so, damit ihr überleben könnt, obwohl es hier so gefährlich ist? Um einmal der Wahrheit die Ehre zu geben, das Gefährliche am Wurzelweißen sind eigentlich die Schroffs. Was genau ist denn so gefährlich an euch? Also im Prinzip alles. Ich sondere ein mörderisches, ätzendes Sekret ab. Mein Schwanz ist der Prügel des Todes und mit meinen Krallen will ich gar nicht erst anfangen. Sie bohren sich in alles, was weicher ist als ein Diamant. Ich könnte ewig so weitermachen. Also nur das Diamant wäre das kein Problem. Was ist denn so schlimm an euren Krallen? Nun, ich sage es mal so. Eigentlich kann ich mich nur auf festem Stein fortbewegen. In jedem anderen Untergrund bleibe ich stecken, da sich meine Krallen sofort hineinbohren. Und auch dieser Stein wird irgendwann aufgeben. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ach, das ist halb so schlimm. Das hält mich zumindest fit. Aha, okay. Eure Krallen sind wirklich scharf. Mir tränen schon die Augen, wenn ich sie ansehe. Ja, und unpraktisch sind sie auch. Oha. Oh ja, ohne es zu wollen, schneide ich mir ins eigene Fleisch und fange an zu bluten. Der Arme. Und du willst nicht wissen, was mein Blut alles anrichten kann. Ich glaube, das will ich wirklich nicht. Ich kann es mir vorstellen. Mit diesen Krallen könnt ihr dann doch nichts anfassen. Oh, ich kann durchaus Dinge anfassen. Ich kann nur nichts anfassen, ohne dass es stirbt. Der Arme. Mit diesen Krallen könnt ihr dann doch nichts anfassen. Oh, okay, ich kann schon durchaus Dinge anfassen. Ich kann nur nichts anfassen, ohne dass es stirbt. Der Arme. Der arme Wicht. Was zum Sekret? Was ist denn ein Sekret? Eine Körperflüssigkeit. Alles, was man so absondern kann. Meine Haut und mein Speichel zum Beispiel sind hochgradig ätzend. Blut, Schweiß und Tränen. Das bedeutet, dass ich, wenn es regnet, nicht nass werde. Weil der Regen im Sekundenbruchteil. Das ist sehr praktisch. Oder dass ich ohne weiteres ein Loch in diesen Stein spucken könnte.
Das klingt aber wahnsinnig beeindruckend. Ein Loch, Lüssesprung. Ich habe einmal ein Mädchen damit so beeindruckt, dass sie tatsächlich mit mir ausgegangen ist. Wie ist es gelaufen? Na, eigentlich gut. Aber wenn ich nervös bin, habe ich eine feuchte Aussprache. Oh nein. Oh, und wie hat sie reagiert? Na, sie war ganz aufgelöst. Badumts. Verstehst du? Aufgelöst. Dab. Aufgelöst. Ihr seid also gefährlich. Gefährlich ist das falsche Wort. Es beinhaltet die Möglichkeit, eine Berührung mit mir lebend zu überstehen. Ich würde mich eher als absolut tödlich einstufen. Wirklich? Ja, ganz ehrlich, Hand drauf. Nein, ich mach nur Spaß. So, Herr Schroff, noch was zum Sekret? Feuchte, tödliche Aussprache also? Hört sich sehr unpraktisch an. Und wie? Versuch mal als Schroff eine Frau kennenzulernen. Sind Schroff Mädchen genauso giftig? Das Problem ist, dass sie noch viel giftiger sind. Wenn zwei Schroffs sich verlieben, dann wirklich... Also ist männlich. Rest des Lebens. Na doch, Herr Schroff. Naja, der Rest des Lebens ist dann eben nicht mehr besonders lang. Tja, also... Habt ihr diese Fallen hier aufgestellt? Wieso sollte ich das tun? Ich bin absolut tödlich. Aber wer war es dann? Ach, das war der verrückte Alte, der im Wald wohnt. Für einen Geistlichen legt er eine erstaunliche Kreativität an den Tag, wenn es um das Töten von Eindringlingen geht. Ein Geistlicher? Heißt das, er ist ein Windmönch? Ein ehemaliger Windmönch. Sein Brunnen ist versiegt. Ich habe den Verdacht, dass er darüber nicht ganz hinweggekommen ist. VD spielt Human for Flat. Aha. Interessant. Warum stellt er denn Fallen auf? Will er nicht gefunden werden? Ach, wer weiß schon, was eine verrückte Seele umtreibt. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, hat er etwas von einem geheimen Ort im Wald gefaselt, den er beschützen muss. Genau da wollen wir hin. Super, dann müssen wir nur noch an diesen Fallen vorbei. Na dann, viel Glück. Genauso gut kannst du versuchen, einen Schroff zu küssen. Nein, ehrlich. Mich hat noch nie jemand geküsst, weißt du? Ja. Noch was über die Fallen? Der hat ja nicht aufgestellt. Sieht nicht sehr raffiniert aus. Wozu? Aber der verrückte Alte, der sie aufgestellt hat, ist da eher ein Verfechter von Effektivität. Also... Sie sind nicht clever, aber tödlich. Aha. Na dann. War schön, mit dir zu reden. Brauchen Sie das noch? Kann ich noch nicht sagen. Dann würde ich das lassen. Das war doch schon in deiner Schnauze drin. Sehen sehr scharf aus. Allein der Anblick jagt einem kalten Schweiß den Rücken runter. Ich fasse nichts an, was schon beim Angucken ein hohes, sirrendes Geräusch macht. Aha. Oh, ein Helm. Das hat sie wohl mit Helm gemeint. Können wir ihn aufsetzen? Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Ach, Blödsinn. Helm aufgesetzt. Ich wühle hier nicht im Dreck rum. Schade, warum nicht? Ich wühle. Schade, warum nicht? Wow, dass wir das überlebt haben. Aus den Trümmern könnte ich ein Haus für Laura und mich bauen. Wir könnten hier in der Abgeschiedenheit leben und eine Familie gründen. Na sicher. Meine Güte, selbst die Splitter sind zersplittert. Nichts Brauchbares mehr. Ein Dornstrauch. Ich glaube, den Helm brauche ich gerade nicht. Autsch! Ein sehr anhänglicher Strauch. Aha. Ein Dornenstrauch. Conroy hatte ganz viele davon auf seinem Fenstersims stehen. Aha, Conroy hat also einen Dornstrauch.
und Stonstrüche bei sich. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Baum schütteln. Sehr gut, dass wir den Helm auf hatten. Au, oh, toll. Und jetzt? Irgendwas freigeschaltet. Brain-Taser. Okay. Nochmal gegentreten. Wenn ich jetzt dagegen trete, würde mir auf jeden Fall eine Frucht auf den Kopf fallen. Okay. Die hängen zu weit oben. Das ist doch, die ist doch eine runtergefallen. Kannst doch die nehmen. Eine Wollmaus. Zu hoch. Okay, schauen wir nicht mehr mit dabei, oder? Beachtet mich. Dann setzt man den Helm wieder auf. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Okay, das Moor. Riecht wie eine Schnecke, die jemand erst zertreten und anschließend in der Sonne liegen gelassen hat. Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt für ein Bad. Okay, die Fallen. Natürlich könnte ich darüber gehen, aber dann wäre ich eben tot. Die vielen Fallen deuten darauf hin, dass es dahinter etwas gibt, das ich auf jeden Fall haben will. Okay, hier war ein Schild. Auf Eindringlinge wird geschossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Achtung, gefährliche Fallen. Hinten ist noch ein Schild. Okay, was können wir hier tun? Ah, wir können jetzt Baumloch. Das Astloch. Ins Astloch pusten. Meine Hand passt nicht durch das Loch. Ich könnte meine Nase reinstecken, aber was sollte das bringen? Den Helm kannst du reinstecken. Kopfkratz. Au, oh, toll. Und jetzt? Helm vielleicht hier reinstecken. Warum sollte ich das tun? Wäre doch eine Idee. Ich brauche keinen Helm. Den brauchen in meiner Gegenwart alle anderen. Aha, mit der Bamsspur. Warum sollte ich das tun? Einfach so. Um es auszuprobieren. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Aha. Tja, was machen wir jetzt? Vielleicht. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Okay. Das haben wir noch nicht probiert. Zumindest für eine Sache bist du gut. Als ob. Das hat nicht geklappt. Können wir den Dornzweig vielleicht ins Astloch stecken? So, Falle präpariert. Die Wollmaus kann kommen. Aha. Zu hoch. Und wie schleichen wir die jetzt runter? Ja, vielleicht den Helm nochmal aufziehen. Das sieht mit sich. Es passiert auch was mit der Wollmaus. Das könnte Spaß machen. Aber wie? Können wir vielleicht hier nochmal zu hoch. Sie beobachtet mich. Okay.
Okay, aber wie... Wie denn, was denn? Oh! Würmer ausgefangen. Würmer ausgreifen. Oh, wir haben eine Würmermaus. Und nun? Sag nicht, wir müssen die Würmermaus in die Fallen werfen. Die Arme. Das wäre grausam. Eben. Vielleicht brauchst du einen Helm. Festhalten. Einen Helm für die Würmermaus und dann in die Fallen. Das wird mir bei dem Fallenproblem nicht weiterhelfen. Tja. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Ah, jetzt holen wir uns... Ich habe eine Idee. Jetzt holen wir uns eine Nuss vom Baum und die fällt nicht auf die Spitze, deshalb zerbricht sie nicht und deswegen fällt auf die Wollmaus. Dann meine Nuss. Sehr schön. Tapferer Helm, du hast deine... Und jetzt Fallen auslösen. Sehr schön. Mist, sie rutscht mir aus den Fingern. So kann ich sie nicht werfen. Na toll. Errungenschaft geschaltet Windfall. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Können wir den Dornstrang wieder rausziehen? Können wir nicht. Was können wir eigentlich? Nicht viel. Kannst du die Bombe vielleicht mal ablecken? Ich will ihn doch nicht erschlagen. Äußerst rücksichtsvoll von Ihnen. Aha. Vielleicht... Krallen? Oh, eine Bowlingkugel. Und eine Kegelkugel. Je nachdem. Das kriegst du doch jetzt hin. Ziemlich mautschig und sehr schön. Den Fall habe ich es gezeigt. Den Gefallen kommen. Oh nein. Na, sehr schön. Kannst du mir das erklären? Ich habe die Fallen entschärft. Und sind gefangen worden. Laden. Wer da? Ich wollte nur... Ihr seid ein Windmönch. Ihr tragt ja das Rot der Windwächter. Ja, auf dem Stoff sieht man Blutflecken nicht so deutlich. Bitte tötet mich nicht. Ich wollte eure Fallen nicht kaputt machen. Antworte ehrlich. Bist du eine Gefahr für die Geheimnisse des Wurzelwaldes? Nein, nein, ich bin keine Gefahr. Ich bin das Gegenteil. Ich bin die Ungefahr. Conroy hat immer zu mir gesagt... Conroy? Ich hasse diesen miesen, kleinen, hinterhältigen, verräterischen Gnom! Sollte ich diesen aalglatten, niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Nacktmull jemals wieder treffen, werde ich ihn in seinen faltigen Hintern treten, bis er sich selbst als Mütze tragen kann! Was? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Also, ich war mal vor ewig langer Zeit sein Novize, aber das ist bestimmt schon... eine Stunde her. Du wirst schon noch reden. Hey, Flötennase. Keine Sorge, ich hol dich da runter. Okay. Was war das? Lebend? Da verstehst du, Feine. Okay, ja. Lebend. Solange Rupert gefangen ist, spielst du Laura. Aha. Rollenwechsel. Keine Chili Drops mehr drin. Meine Chili Drops sind leider alle. Den Pfeil können wir mitnehmen. Er steckt zu fest. Oder auch nicht. Zum Waldrand. Brustbeutel. Er hat einen Brustbeutel. Kein Wunder, dass er tot ist. Ich komme nicht ran.
Ich komme nicht ran. Was für eine komische Mütze. Der Kerl hatte einen interessanten Klamottengeschmack. Aha. Ich will es nicht zerstören. Nicht? Okay, eine Wäscheleine. Ich komme nicht ran. Vielleicht finden wir irgendwann mal was womit. Mal sehen, was man damit alles anstellen kann. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Hey, Flötenhase. Robert. Hier. Laura, Mann, bin ich froh, dass du hier bist. Ich fühle schon meine Beine nicht mehr. Deshalb ziemlich zielsicher. Mit wem redest du da? Nur aha. Mit mir selbst. Hallo Robert, na, wie geht's? Bitte töten Sie uns nicht. Ich muss Flötennase da wirklich runterholen. Er dreht langsam durch. Okay, Haken. Der Haken ist verdächtig nah an dem Seil. Das Ganze hat einen Haken. Viel zu weit weg. Auf jeden Fall. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding gehört doch eigentlich an einen Plattenspieler. Tja. Leider zu weit weg. Ich hasse Windmönche. Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. Aha. Okay. Nochmal mit Robert reden. Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Ui. Den Haken hätten wir gebrauchen können. Wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Auf dem Schrumpf. Sind aber viele Pfeile. Ruhe! Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Psst! Hey, Flötengesicht! Hier drüben! Kann ja sein, dass es mal hilft. Was war das? Wer auch immer da ist, ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören! Naja. Gut, ich mal kurze Aufnahmepause, eine kurze Streampause. Kleine Pause. Bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bleibt da dran. Gehen wir mal zum Waldrand. Hier oben haben wir schon alles ausprobiert. Oh, hier haben wir jetzt den Haken. Da ist der Haken. In der Sache. Okay, hier haben wir Schilder. Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Sehr schön. Schilf. Er hat zwar in die falsche Richtung geschafft. Fast, aber okay. Oh, da, ja, habe ich richtig gedacht. Sieht doch aus, als könnten wir was draus basteln. Schilfrohr mit Haken. Hallo Schrumpf. Igitt. Es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. Seine Lache ist auch herrlich. Das ist doch wirklich...